Franz Beckenbauer, große Sorge. Nun steht ihm Lothar Matthäus zur Seite. Um die Gesundheit von Franz Beckenbauer steht es nicht gut. Das hat nun sein Vertrauter Lothar Matthäus verraten. Schon seit Wochen, Franz Beckenbauer ist krank. Erst war es das Herz, dann ein Augeninfarkt, die Leistenoperation. Und seit ein paar Wochen ist da dieses auffällige Zittern. Da sind Baustellen, die einfach nicht besser werden, erzählt eine Freundin vertraulich gegenüber das Neue Blatt. Deshalb soll sich Beckenbauer offenbar wieder öfter im Krankenhaus behandelt haben lassen. Doch der Kaiser ist in diesen schweren Zeiten nicht allein. Seine Familie ist da, und sein bester Freund begleitet ihn auf seinem schweren Weg. Franz Beckenbauer. So schlecht geht es ihm wirklich. Schon seit der Kaiser 1984 den drahtigen Mittelfeldspieler in die Nationalelf holte, sind Franz Beckenbauer und Lothar Matthäus enge Vertraute. Es ist für mich das Größte, ihn heute als Freund bezeichnen zu dürfen, sagt Matthäus über den Kaiser gegenüber das Neue Blatt. Er ist ein Teil meiner Familie. Wenn ich ein Problem habe, unterstützt er mich. Und jetzt steht Matthäus ihm zur Seite. Bei der Gesundheit geht es ihm nicht so gut, sagt Lothar. Ihn in Kitzbühel zu besuchen ist nicht möglich. Aber in Gedanken ist Lothar bei seinem Freund, sendet ihm die besten Wünsche. Werde wieder gesund, so wie du warst. Wir brauchen dich noch.